Eine der schlimmsten Terrortragödien vor dem 11. September. Der Anschlag von Lockerbie. Eine Boeing 747 stürzt auf die schottische Stadt und reißt 270 Menschen in den Tod. Bilder des Grauens, die um die Welt gehen. Libyens Staatschef Muammar Gaddafi sei der Auftraggeber, behaupten Verschwörungstheoretiker. Einer seiner Agenten wurde von einem schottischen Gericht verurteilt. Andere Spuren weisen auf palästinensische Terrorkommandos und den iranischen Religionsführer Ayatollah Khomeini. Oder war die ostdeutsche Staatssicherheit in das Attentat verstrickt? Heute, 20 Jahre danach, spricht eine britische Untersuchungskommission von einem möglichen Justizirrtum. Beweise werden erneut geprüft. Die ganze Story ist ein Betrug. Es wird getäuscht, es wird gelogen, es wird manipuliert. Im Fall Lockerbie sind wir immer noch von den wahren Hintergründen weit entfernt. Sicher sind nur die Opfer und die Trümmer. Wer sind die wahren Attentäter von Lockerbie? Dezember 1988, in der schottischen Kleinstadt Lockerbie, Weihnachtsstimmung. Genau wie an Bord des Fluges Pan American 103, der sich bereit macht, vom Londoner Flughafen Heathrow Richtung New York zu starten. Mit an Bord 74 Passagiere aus Frankfurt. Um 18.24 Uhr hebt die Maschine ab. Um 19 Uhr bitten die Piloten um Freigabe für den Atlantik, das letzte Lebenszeichen von Bord. 2 Minuten später verschwindet der Jumbo vom Radarschirm der Luftüberwachung. Der Ort heißt Lockerbie. Er liegt in Schottland, in der Nähe von Glasgow. Und von dort hat uns soeben die Meldung erreicht, dass ein Jumbo der amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am auf dem Wege von London nach New York abgestürzt sein soll. Ich sitze abends in meinem Hotelbett, mache das Fernsehen an und sehe, was gelaufen ist. Und ich meine, da sitzt man natürlich und ich glaube, man kann im Moment gar nicht denken. Man kann das gar nicht irgendwie erfassen. Man ist wie versteinert und guckt auf das Bild und ein paar Minuten später kommt einem zu Bewusstsein, dass man eigentlich ausgelöscht worden wäre. Die Deutsch-Amerikanerin Margret Walz war schon auf die Pan Am 103 gebucht, um mit ihrer Familie Weihnachten in den USA zu feiern. Sie verpasst den Zubringer nach London, die Unglücksmaschine von Lockerbie. 4 andere Deutsche haben dieses Glück nicht. Eines der größten Ermittlungsverfahren der Polizeigeschichte begann. Anfangs glaubte man noch an ein Unglück, an Materialermüdung. Scotland Yard durchkämmte hunderte von Quadratkilometern rund um Lockerbie. Fast 20.000 Beweisstücke wurden gesammelt, 15.000 Personen verhört. 3 Tatortfunde galten als Schlüsselbeweise. Ein fingernagelgroßes Platinenfragment vom Zündmechanismus einer Bombe. Ein zerlöcherter Gepäckcontainer. Und Kofferfetzen mit Sprengstoffspuren und Kleidern von der Insel Malta. In mühevoller Kleinarbeit rekonstruierten Experten die Trümmerteile der Flugzeugseite, an der man ein Loch entdeckt hatte. Die Pan Am 103 als gigantisches Puzzlestück einer Tragödie. Für die Ermittler stand bald fest, eine Bombe an Bord hatte eine Explosion verursacht. Und zwar in einem Gepäckcontainer im vorderen Frachtraum der Boeing neben der linken Außenwand, wo Explosionswellen den größten Schaden anrichten konnten. Ein tödlicher Zufall, den die Terroristen nicht planen konnten, meinen Experten.
Flugzeuge haben solche Explosionsschäden immer wieder überstanden. Nicht so die Pan Am 103. Aus 9400 Metern stürzt sie in die Tiefe. Befüllt mit 91.000 Kilogramm Treibstoff werden die Tragflächen und der Bug beim Sturz auf Lockerbie eine Erschütterung verursachen, bei der die Erdbebenskala ausschlägt. Der Anfangsverdacht amerikanischer Ermittler ging Richtung Iran. Dieses US-Kriegsschiff hatte kurz vor Lockerbie irrtümlich eine iranische Passagiermaschine über dem Persischen Golf abgeschossen. Alle 259 Insassen starben. War Lockerbie ein direkter Racheakt des Iran? Im Mai 2000 entschied sich ein in den Niederlanden einberufenes schottisches Gericht offiziell gegen die Iran-Theorie. Als Auftraggeber galten Hintermänner aus Libyen. Der Bombenleger sei der libysche Agent Abdel Basset Megrahi. Der habe einen Koffer mit der Bombe mit einem Flug von der Insel Malta nach Frankfurt auf den Weg gebracht. Am Frankfurter Flughafen sei der Bombenkoffer auf den Zubringerflug nach London gelangt. Und in Heathrow habe man den Koffer als Zubringergepäck ohne weitere Kontrollen auf den Flug Pan Am 103 geladen, mit Ziel New York. Als Motiv galt Rache. Eine Revanche des libyschen Staatsführers Muammar Gaddafi an der US-Regierung, die dem nordafrikanischen Land Staatsterrorismus vorwarf und 2 Jahre vor Lockerbie Luftangriffe auf Libyen befohlen hatte. Amerikanische Bomben fielen auch auf Gaddafis Präsidentenpalast in Tripolis und töteten seine 4 Jahre alte Adoptivtochter. Lockerbie als Rachefeldzug aus Libyen mit Malta als Aufgabeort der Bombe? Die Mittelmeerinsel liegt nur einen kurzen Sprung von Libyens Küste entfernt. Gaddafis Regime, damals durch internationale Sanktionen eingeschränkt, nutzte Malta zwar als Schlupfloch in den Westen, doch an der Libyen-Malta-Theorie gibt es große Zweifel. Am Frankfurter Flughafen ergaben die Ermittlungen des Bundeskriminalamtes zur möglichen Einschleusung eines Bombenkoffers aus Malta keine Beweise. Am Unglückstag war zwar ein Flug von der Mittelmeerinsel eingetroffen, doch die Zuordnung bestimmter Koffer zu Passagieren und dem Pan Am-Flug war damals nur lückenhaft dokumentiert. Für das BKA war Lockerbie einer der schwierigsten Terrorfälle vor dem 11. September. Auch für den Leiter der internationalen Terrorfahndung, Manfred Klink. Es gab die Möglichkeit eben, dass ein aus Malta unbegleitet angekommenes Gepäckstück möglicherweise, ich sage das mit einem gewissen Vorbehalt, möglicherweise in Richtung Pan Am 103 gewandert ist. Für den BKA-Bericht fanden sich keine Beweise, dass die Bombe über Frankfurt befördert wurde. Erst als die Schotten in dem Bombenkoffer Kleidungsreste mit Etiketten aus Malta entdeckten, wähnten sich die Ermittler auf einer heißen Spur. Aber nicht nur aus Malta kam ein Zubringerflug nach Frankfurt. Passagiere und Gepäckstücke von 12 weiteren Flughäfen landeten hier zum Weiterflug mit Pan Am 103. Siegfried Niedeck, international renommierter Experte für Flugsicherheit, bezweifelt, dass Terroristen das Flugzeug über Schottland abstürzen lassen wollten. Ein Absturz über Land hinterließe zu viele Spuren. Was aber war der eigentliche Plan der Terroristen? Es gibt ein ganz bestimmtes Routing-System, 4 oder 5 Strecken über den Nordatlantik. Und erst mit der Flugplanung der Besatzung wird dann festgelegt, welche Route sie nehmen. Das hängt vom Wind ab und so weiter. Das konnten die Attentäter nicht wissen. Es gibt eine Möglichkeit, dass die Attentäter geplant hatten, dass die Maschine hinter Irland in den Atlantik stürzt. Dann hätte man nie irgendeinen Beweis gefunden. Wie beim Anschlag auf einen Jumbo der Air India 1985, der in den Atlantik stürzte. Aber auch ein anderes perfides Szenario wäre möglich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Attentäter in Mitteleuropa gesessen haben, zu dem Zeitpunkt, Großbritannien aber eine Stunde vor unserer Zeit ist, also eine andere Zeitzone ist, und die Schwierigkeit, Zeitzonen entsprechend einzustellen, haben viele,
Dann kann es sein, dass man geplant hatte, um 18 Uhr in Heathrow die Maschine, gerade wenn sie losrollt, in die Luft gehen zu lassen. Das hätte aber bedeutet, die Maschine war voll betankt für den Atlantikflug. Und wäre die Maschine in Brand geraten, hätte das in Heathrow ein großes Unglück gegeben. Ein solches Inferno könnten die Bombenleger für Heathrow geplant haben. Aber was verraten die Spuren vom Tatort Lockerbie? Eines der Hauptbeweisstücke des Lockerbie-Falls umgeben besonders viele Rätsel. Das Fragment einer elektronischen Zeitschaltuhr, eines sogenannten Timers. US-Ermittler gaben an, wenige Monate vor Lockerbie Schaltuhren gleichen Typs bei libyschen Agenten beschlagnahmt zu haben. Ein Indiz für libysche Hintermänner? Die Schaltuhren sollen von einer Firma aus der Schweiz stammen. Die Spezialität der Firma Mebo waren Militärtechnologien. Der Mitinhaber Edwin Bollier gab zu, Timer diesen Typs an Libyen verkauft zu haben. Er hebt aber schwere Vorwürfe gegen die Ermittler. Man hat aus politischen Gründen eine Verschwörung gegen Libyen gemacht. Und darum hat man einen Timer, den sie ja von Mebo bekommen haben, in Verbindung gebracht mit Lockerbie, um Libyen in diese Sache zu verwickeln. Bollier behauptet, Ermittler hätten eine Schaltuhr seiner Firma beschlagnahmt und Teile davon nachträglich bei Lockerbie platziert. Wurde der Hauptbeweis für Libyens Täterschaft manipuliert? 1990 hat uns die Polizei ein Polaroid-Foto gezeigt. Wir haben sofort gesehen, dass hier ein M eingekratzt war. Das bedeutet Muster. Somit war klar, dieses Fragment war von einem Prototyp. Ein Prototyp, der, glaubt man dem Schweizer, nicht voll funktionsfähig war und keine Bombe hätte zünden können. Doch hier bleibt Bollier selbst sein einziger Zeuge. Die Vorwürfe des Schweizers gehen aber noch weiter. Nicht nur Beweisstücke seien manipuliert. Das amerikanische FBI und deren Chefermittler im Fall Lockerbie hätten ihn für seine Aussage gegen Libyen zudem bestechen wollen. Ich wurde dann gebeten, nach USA zu kommen, zum FBI. Und Richard Marquez machte mir dann da ein unmoralisches Angebot. Ich könne, wenn ich schreibe auf einem Polizeiprotokoll, dass dieses Fragment von einem libyschen Timer ist, könne ich bis zu 4 Millionen Dollar könne er mir offerieren und eine neue Identität und ich könnte nach Amerika kommen unter einem neuen Namen. Wir haben Herrn Bollier genau das angeboten, was wir auch allen anderen Zeugen angeboten haben. Nichts. Sie bekamen nichts für ihre Aussagen, nichts für Informationen. Jeder bekam dasselbe. Absolut nichts. Wer sagt die Wahrheit? 4 Millionen Dollar waren auf die Ergreifung der libyschen Verdächtigen ausgesetzt. Zwar nicht von den Terrorfahndern des FBI, aber von der US-Regierung. Gelder flossen auch an zweifelhafte Informanten. Allerdings durch die CIA. Für die schottischen Richter blieben die Aussagen des Schweizers Bollier widersprüchlich. Ermittler warfen ihm vor, Geschäfte mit dem Terror betrieben zu haben. Wir haben wireless kontrollierte Kommandosender und Empfänger produziert und verkauft, auch an das libysche Militär und auch an die DDR, aber nicht an terroristische Abteilungen oder Staaten oder so. Sind Zeitschaltuhren, wie man sie kennt, also im Prinzip eine Eierzeituhr ist dasselbe, aber diese Zeitschaltuhren haben nichts im Prinzip zu tun mit Explosivstoffen. Wenn man natürlich dann an diese Schaltuhr eine Sprengkapsel anschließt zum Beispiel, kann man das zünden. Man kann aber auch nur eine Lampe anzünden damit. Zweifel am Fundort der Schweizer Schaltuhr sind sogar aktenkundig. Das Gericht befand in seinem Urteil vom Januar 2001 die Aussagen der schottischen Polizei zum Fundort als
im schlimmsten Fall ausweichend und zumindest verwirrend. Wenn das winzige Platinenstück wirklich auf diesem Gelände entdeckt wurde, es wäre wie der Fund der berühmten Nadel im Heuhaufen. Also bereits kurz nach dem Absturz habe ich mich das auch gefragt, wie kleinste Einzelteile gefunden werden können. Wenn man sich den Weg aus der Höhe von 9000 Metern ansieht, wie die verstreut waren nachher, da kann man erkennen, dass sich diese Teile über eine Strecke von 120, 150, 200 Kilometer erstrecken. Wir hatten zu dem Zeitpunkt in der Höhe ein Starkwindband von ca. 200 Stundenkilometern. Damit ist klar, dass ganz leichte Teile für immer in der Nordsee verschwunden waren. Schwerwiegende Zweifel an den Hauptbeweisstücken, noch 20 Jahre nach dem furchtbaren Terrorakt. Sollte aber die Schweizer Schaltuhr damals wirklich zum Einsatz gekommen sein, dann führt eine weitere Spur. Nach Ost-Berlin. Bei konspirativen Treffen verkaufte Edwin Bollier im Jahre 1985 seine Zeitschaltuhren auch an die Staatssicherheit der DDR. Die Stasi führte ihn als Beschaffer IM, als Lieferanten westlicher Militärtechnologie, sein Deckname Rubin. Ein alter Swimmingpool dient dem Journalisten Wilhelm Dietl als Archiv. Seit Jahren sammelt er Akten zum Fall Lockerbie. War die Stasi in den Anschlag verstrickt? Ich kenne aus vielen Dokumenten, vor allem eben Stasi-Unterlagen, das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen der DDR und den arabischen Regierungen, den arabischen Geheimdiensten, den palästinensischen Terrororganisationen. Das lief über viele Jahre hinweg. Die Leute sind zu Lehrgängen gekommen. Das ging meistens los mit Marxismus, Leninismus, mit theoretischer Unterweisung und endete dann meistens mit Handgranatenweitwurf und mit Maschinengewehrtraining auf irgendwelchen Truppenübungsplätzen östlich von Berlin. Der Truppenübungsplatz Teupitz im Südosten von Berlin. Im Mauerstaat eine absolute Sperrzone. Hagen Koch war Augenzeuge, wie ausländische Terrorgruppen in den 80er Jahren auf diesem Gelände trainierten. Auf der Stelle, wo wir uns jetzt befinden, war neben dem Kommando 3 und unserem Feldlager, was sich da hinten befindet, ein Sonderobjekt des Ministeriums für Staatssicherheit mit solchen Baracken, wie wir hier sehen. Und in diesen Baracken waren für uns erkennbar ausländische, dunkelhäutige Personen, die in unserer Uniform ohne Dienst gerade hier zeitweilig ausgebildet wurden. Feuer! Das ist eine handverlesene Gruppe, so 10 bis 20 Personen gewesen. Eine arabische Terrorgruppe trainierte hier im April 1985. Im selben Jahr, in dem Bollier seine Timer an die Stasi verkaufte. Die Kämpfer aus dem Nahen Osten trainierten dabei auch mit Sprengstoffen und Raketenwerfern. Links 007. Nur Monate nach ihrem DDR-Besuch kaperten genau diese Terroristen einen Jumbo der Pan Am in Pakistan und töteten auf den Flughäfen von Malta, Rom und Wien insgesamt über 80 Menschen. Gelangten Bolliers Schaltuhren über den Stasi-Staat in die Hände solcher Terroristen? Ich glaube nicht daran. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die DDR hat solche Sachen konspirativ beschafft seinerzeit und für sich selbst verwendet, hat Elektronikteile kopiert, hat in einem Fall auch den Eindruck erweckt, man hätte es selbst entwickelt und so weiter. Aber die DDR war nicht im Terrorismus-Business. Die Stasi gab keine Beihilfe zum Mord von Lockerbie. Doch der Verbleib von Bolliers Schaltuhren bleibt auch nach dem Fall der Mauer eines der Geheimnisse des Anschlags. Ein weiteres Rätsel im Fall Lockerbie geben die Kronzeugen auf. Überraschend präsentiert die Anklage im Prozess im Jahr 2000 einen Zeugen, angeblich einen Insider, der den Fall aufklären könne, der Libyer Abdul Jaka aus Malta. Verborgen vor den Prozessteilnehmern behauptet Jaka,
Er habe mit eigenen Augen gesehen, wie der libysche Angeklagte Megrahi in Malta einen Koffer nach Frankfurt aufgegeben habe. Wir haben schon gefeiert und dachten, jetzt haben wir den endgültigen Beweis und damit die Libyer. Alle waren überzeugt, das hält vor Gericht stand. Für die Anwälte im amerikanischen Außenministerium war Giacca das fehlende Puzzlestück der Libyen-Theorie. Der Libyer hatte sich der CIA ein halbes Jahr vor Lockerbie als Doppelagent angedient. Doch der CIA-Posten Malta berichtete schon bald nach Washington, ihr Kronzeuge sei kein Agent, bestenfalls Aushilfe im Fuhrpark des libyschen Geheimdienstes. Ein Wichtigtuer mit Geldsorgen. Der US-Geheimdienst hatte seinem Informanten da schon mehrere tausend Dollar zugesteckt. Doch wertvolle Informationen blieben aus. Vor Gericht musste die CIA ihre Akte Giacca öffnen und damit eingestehen, dass sie einem Hochstapler aufgesessen war. Wir glauben, Giacca agiert zunehmend verzweifelt und versucht, alles Geld aus seinen Partnern herauszuquetschen, uns eingeschlossen. My moment was like, wow. Ich dachte nur, was? Das haben die uns nie gesagt. Die CIA wusste von Anfang an, dass der Kerl nur ein Lügner war, dass er nur aufs Geld aus war, dass sie ihm selbst nicht vertrauten. Und trotzdem präsentierten sie ihn als Kronzeugen in einem Fall von solcher Bedeutung. Für mich war das ein absoluter Schock. Warum log Giacca? Die CIA hatte den Libyer 1991 aus Malta in die USA gebracht und ihm eine neue Existenz finanziert. Erst danach behauptete Giacca, er könne den Anschlag aufklären, aus reiner Dankbarkeit. Was ein anderer Zeuge zu Lockerbie zu sagen hatte, kam nie vor Gericht. Also ich hatte Anfang der 90er Jahre viel zu tun mit Abolghasem Mesbahi, einem iranischen Überläufer, der damals nach Deutschland kam und von den deutschen Behörden natürlich auf Herz und Nieren überprüft wurde. Für die Bundesanwaltschaft wurde der Iraner sogar zum Kronzeugen im Mykonos-Prozess. Als er aber Informationen zu Lockerbie anbot, fand Mesbahi kein Gehör vor Gericht. Im ZDF äußert er sich nun erstmals öffentlich. Gleich nach dem Anschlag von Lockerbie war ich in Kontakt mit Führungskräften unseres Nachrichtendienstes. Die wussten über alles Bescheid. Von ihnen erfuhr ich auch, dass Iran die treibende Kraft hinter dem Attentat war. Das war genehmigt durch Ayatollah Khomeini. Der iranische Revolutionsführer Khomeini solle das Lockerbie-Attentat als Akt der Rache befohlen haben für den Abschuss der iranischen Passagiermaschine durch dieses US-Kriegsschiff wenige Monate zuvor. Die US-Regierung behauptete später, man habe den iranischen Airbus für eine angreifende Militärmaschine gehalten. Zufällig filmte ein Kamerateam den gesamten Zwischenfall. 004, Truth, 21 miles. Der Jubel über den Abschuss des vermeintlichen Angreifers wich schon bald blankem Entsetzen. Die Absicht der iranischen Hintermänner war, das Schicksal des iranischen Airbus exakt zu kopieren. Sie wollten ein großes Flugzeug abstürzen lassen. Die Leichen sollten im Meer treiben. Alles genau wie beim Airbus. Mindestens 290 Tote. Noch während im Iran um die Opfer der Zivilmaschine getrauert wurde, schwor Radio Teheran Rache. Aus dem Himmel würde sich Blut ergießen. Oh,
Tarnspur wurde auch vom BKA geprüft. Wir haben alle Leute vernommen, die etwas zu diesem Fall sagen konnten oder behauptet haben, etwas zu dem Fall sagen zu können. Was dann nachher in den Gerichtsprozess eingeführt wird, ist eine Entscheidung der Justiz. Wenn Sie erfahren, dass ein Gericht mich anhören möchte, ich bin bereit auszusagen, dass Iran der Hauptverantwortliche für das Lockerbie-Attentat war und dass 270 Menschen vergeblich gestorben sind, als bloßer Spielball der Politik. Auch wenn der Überläufer keine Dokumente vorlegen kann, bleibt die Iran-Theorie bis heute eine der heißesten Spuren im Fall Lockerbie. 20 Jahre nach Lockerbie ist der einstige Schurkenstaat Libyen, der nach dem Anschlag mit UN-Sanktionen belegt wurde, wieder zum gefragten Handelspartner geworden. Auch deutsche Politiker und Firmen pflegen gute Beziehungen zu Tripolis. Im Krieg gegen den Terror ist Revolutionsführer Muammar Gaddafi jetzt ein wichtiger Verbündeter. Ein Rätsel bleibt. Warum zahlte der Wüstenstaat Wiedergutmachungen an die Opferfamilien von Lockerbie in Milliardenhöhe? Gaddafis Sohn, Saif al-Islam, der von vielen als der kommende Staatschef gesehen wird, mitten in der libyschen Wüste gibt er ein seltenes Interview zum Fall Lockerbie. Noch heute ein Tabuthema. Libyen habe sich mit den Zahlungen von den UN-Sanktionen freikaufen wollen, sagt er. Wir haben dem UN-Sicherheitsrat einen Brief geschrieben, dass wir verantwortlich seien für die Taten unserer Leute. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es auch waren. Ich gebe zu, wir haben mit Worten gespielt. Das mussten wir auch. Es ging nicht anders. Die Zeit der Konfrontationen ist vorbei. Jetzt sind wir Freunde und Handelspartner. Wir bekämpfen dieselben Feinde. So läuft das Spiel. Ja. It's a win-win. Game. Die Anhörungen im laufenden Berufungsverfahren zu Lockerbie werden Mitte nächsten Jahres in Schottland beginnen. Immer noch besteht Hoffnung, dass neue Fakten ans Licht kommen über die wahren Hintermänner der Tragödie. Und die Hinterbliebenen hoffen nach 20 Jahren, endlich die Wahrheit über das Attentat zu erfahren. Die deutsch-amerikanische Pilotin Margret Walz denkt ungern an den 21. Dezember 1988 und was passiert wäre, wenn sie den Unglücksflug nicht zufällig verpasst hätte. Ich wäre ausgelöscht gewesen. Meine anderthalb Jahre alte Tochter hätte keine Mutter mehr gehabt. Dann sagt man natürlich, meine Zeit war scheint's noch nicht dran. Irgendwie sollte es so sein, ich war halt nicht drauf. Ist es nur Glück? Ist es irgendwie in den Karten? Ich weiß es nicht.